Flughafen. Unter dem Vorwand, gegen Islamisten vorzugehen zu wollen, hetzt Pegida offen gegen Flüchtlinge. Sie fordern zum Beispiel einen Aufnahmestopp für Asylbewerberinnen, treten dafür ein, Flüchtlingsinitiativen staatliche Gelder zu streichen und setzen Flüchtlinge mit Kriminellen gleich. In Dresden muss man sagen, leider folgten ihnen jetzt 7500 Leute. Das wird in Nordrhein-Westfalen niemals gelingen. Wir sagen, hier in Düsseldorf ist kein Platz für Rassisten. In dieser Stadt engagieren sich hunderte von Menschen ehrenamtlich für Flüchtlinge. Sportverein und Musikbands spendieren Freikarten, wie zum Beispiel beim Spiel gegen Sandhausen Fortuna Düsseldorf 500 Flüchtlinge ins Stadion eingeladen hat. Viele Bürgerinnen und Bürger bringen Sachspenden in die Unterkünfte. Zum Beispiel jedes Flüchtlingskind erhält dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk. Das haben verschiedene Initiativen der Stadt organisiert. Wir, Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, sagen ganz deutlich, bei uns sind Menschen, die aus Armut, Hunger und Krieg flüchten, ganz herzlich willkommen. Wir nehmen es als menschliche und kulturelle Bereicherung. Wir wollen keine rechten Stammtischparolen und kein Deutschlandfahren schwenken vor dem Landtag. Wir sagen, Refugees, welcome! So, jetzt noch vielleicht zwei organisatorische Sachen. Einmal gibt es hier heute zwei Kundgebungen gegen die Pegida. Einmal haben alle Düsseldorfer Parteien, schließlich auch die CDU, die beiden großen Kirchen, der DGB, zu einer Kundgebung aufgerufen. Die findet gleich dort vorne statt. Dort wird es um ca. 18 Uhr der Oberbürgermeister sprechen. Da werden wir hier auch keine Durchsagen machen zu dem Zeitpunkt, weil wir das als gemeinsamen Prozess verstehen. Und dann muss ich euch noch zweieinhalb Beschränkungen der Polizei vorlesen. Einmal, dass die Fahnenstangen nicht größer als 3 Meter sein dürfen und nicht dicker als 1,5 Zentimeter. So, den interessantesten Absatz in dieser Verfügung finde ich, und das ist jetzt wörtlich, alle Reden haben den öffentlichen Frieden zu wahren. Das heißt, die Aufstattung zu Hass gegen Bevölkerungsgruppen oder zu Gewalt oder Willkommaßnahmen ist untersagt. Die Menschenwürde anderer darf nicht verletzt werden. Indem Teile der Bevölkerung beschimpft, müssen nicht verächtlich gemacht werden oder verleugnet werden. Ja, das passiert vielleicht, wenn man Copy-Paste macht aus der Wiederanmeldung, weiß ich nicht. Ich finde es eher lächerlich. Wir heute beschimpfen die, die es auch verdient haben. Wir sagen, Nazis und Rassisten, raus aus Düsseldorf! So, und dann noch eine Bitte der Polizei, die auch unter mir liegt. Wir wollen bitte, dass ihr keinen Alkohol auf dieser Veranstaltung trinkt. Und bitte auch keine Glasflaschen mit euch führen. Lasst mit dem Rucksack außer was zu trinken und tut sie weg. Ich danke euch. Wird Ihre Versammlung als unfriedlich eingestuft und daher jetzt aufgelöst. Sie bekommen jetzt die Gelegenheit, die Gleise zu verlassen. Sollten Sie diese Gelegenheit nicht wahrnehmen, werden Sie von den Gleisen entfernt. Hiernach werden Ihre Personalien festgestellt und eine Anzeige gegen Sie gefertigt. Das ist mit 100 Meter. Ich stehe noch 100 Meter. Du sollst jetzt dich auch noch dahin schicken. Ey, Mann.